Hallo zusammen, ich habe hier die Transcooler, die 1314, die 1514 und die 1740. Die sind alle 1,14 Meter breit, innen 1 Meter. Die haben eine Höhe von 1,10 Meter, somit passen sie in Kleinlieferwagen rein. Nur die Länge ändert. Beim 1340 haben wir eine Länge innen von 1,20 Meter, von 1,40 Meter und von 1,60 Meter. Wir haben dann verschiedene Versionen. Normales Aggregat sitzt hinten dran und hier beim 1540 sitzt jetzt das Top-Aggregat, haben wir neu im Sortiment. So passt dieser 1440, 1540 in Kleinbusse rein, das heißt Iveco, Daily, Mercedes Sprinter, VW Crafter und so weiter. Und wir könnten den auch ein Ausladen in dieser Größe Fahrzeug. Bei diesen Fahrzeugen hier, das sind dann die langen Mercedes Vito, VW Bus, die langen. Im Standard geht dann der rein mit dem Aggregat. Oder kürzer. Oder wir haben nochmals einen, der nochmals 20 cm kürzer ist. Wir haben drei Aggregate, kühlen, tiefkühlen, heizen und kühlen, kombiniert. Ja, das ist eine Alternative anstelle von einem Kühlfahrzeug. Eine Version, wir reden hier zwischen 3.500, 5.000 Franken. Euro. Wenn ihr das am Bausatz wollt, das heißt, diese kleinen Kühlzellen nicht so zusammengebaut, fertig, sondern als Bausatz, dass ihr das wie ein IKEA-Möbel selber zusammenbauen könnt, fragt mich an. Sendet mir eine Mail. Ja, das ist Transcooler. Wir haben noch die kleineren und so weiter. Ich verlinke euch unten den Katalog natürlich im Video beschrieben. Und irgendwie mache ich euch noch ein paar andere Videos. Ich wünsche euch einen schönen Tag.